Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV. Wir wollen aus aktuellem Anlass uns das ein oder andere Paar unter die Beschau nehmen. Jetzt muss ich noch kurz die Rückkopplung abschalten. So, jetzt sind wir da. Und wir sehen hier die Intraday-Beschau diverser Währungspaare, die hier nach dem Rainbow interessant erscheinen. Und wir wollen uns hier den Euro gegenüber dem Australdollar anschauen, der hier mögliches Folgepotenzial im Schwerpunkt verspricht. Zunächst hier im M5-Chart-Intervall folgt hier bereits ein Entry meinerseits innerhalb dieser Asia-Range vor dem Hintergrund eben hier auf einen Ausbruch zu spekulieren. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, dass ich hier zunächst einen kleinen Rebound erlebt habe. Hier erfolgte dann auch schon ein kleiner Teilverkauf zur Risikoreduzierung, um praktisch hier das Risiko nicht ausufern zu lassen, weil ich im Grunde genommen hier mit diesen Verkaufssignalen, mit diesen roten Kerzen eine Fortsetzung direkt auf neue Tagestiefs erwartet habe. Ja, dazu kam es nicht. Insofern einfach mal die Position reduziert. Dann ging es kurze Zeit später, jetzt Trading, dann doch in die gewünschte Richtung und wir haben hier diese Asia-Range und das gestrige Tagestief, ganz entscheidend, was hier in der Nacht markiert wurde, unterschritten und das war per se ein ganz klares Verkaufssignal, was in der Folge dazu führte, dass auch hier im M15, jetzt gehen wir mal ein Stück weit nach oben in dem Zeitfenster, auch hier der Rainbow in der Nacht bzw. während des gestrigen Tages einen Spin vollzogen hat und hier in der Nacht sozusagen negativ aufformierte. Das ist für mich jetzt eine Situation gewesen, die ganz interessant optisch daherkam. Insofern auch hier nochmals eine zweite Order im M15 gestartet, die jetzt hier aktuell noch läuft. Sie sehen hier gerade auf Einstand verweilt diese Position, schlängelt sie so ein bisschen umher, gerade um den Einstand. Stop-Loss ist hier oben, wird aber in Bälde ein Stück weit nachgezogen zur Risikoreduzierung. Denn mit diesem Ausbruch auf neue Tagestiefs sollte sich das Währungspaar eigentlich daran halten, hier eben nach unten weiter abzudriften und jetzt hier nicht wieder in die Asia-Range reinzulaufen. Das ist auch der Grund, warum, das können wir gerne jetzt besprechen, hier der erste Trade, der hier teilverkauft wurde im Verlust, hier auch auf Break-Even ausgestoppt wurde, denn ich hatte diese Restposition aus dem M5-Handel heraus eben hier abgesichert vor dem Hintergrund, dass ich diese ja, stärkere Bewegung nach oben im kurzfristigen M5-Handel so nicht sehen wollte. Insofern auch hier nochmal das Risiko rausgenommen. Die restliche Position aus dem M15 läuft eben aktuell weiter mit dem Stop hier oben. Das wird sicherlich dann auch jetzt hier in der nächsten Zeit so bleiben. Jetzt müssen wir mal gucken. Der Stop hier aktuell bei 1,46, 21,2. Aber da geht, wie gesagt, in Bälde ein Stück weit runter und dann müssen wir einfach mal die Situation nochmal neu bewerten. Letztlich sieht das hier ganz gut aus nach dem Rainbow-Prinzip und ich erwarte durchaus weitere Tagestiefs, die hier eben sich dann deutlich in fallenden Notierungen widerspiegeln sollten. Aus dem M15 heraus liegt der Take-Profit hier im Bereich 1,44,50 rund. Das ist vom aktuellen Level ausgehend natürlich hier eine sehr, sehr anständige Bewegung von 125 Pips, aber wir sehen die Daily Range aktuell 107, im Schnitt 201. Also in diese Richtung sollte es gehen. Auf dem Weg dahin empfehlen sich dann durchaus Teilverkäufe, aber grundsätzlich eigentlich ein schöner Trade, der auch neben dem Rainbow, der hier im M5 schon klar aufgefächert ist, hier durch die heutige Fusion-Vektor-Logik auch nochmal seinen Charme erhält. Wir sehen hier eben die Berechnung, die theoretische Pattern-Berechnung des heutigen Tagesverlaufs anhand der Saisonalität und eben der Fuzzy-Vektor-Logik, die hier eben Pattern-Symmetrien der Vergangenheit analysiert, um sozusagen eine Vorausschau zu bringen. Ja, und die lässt hier eindeutig auch auf fallende Kurse schließen, was auch ein Grund war, warum ich im M15 die Position nochmal erhöht habe, nochmal aufgebaut habe. Und jetzt warten wir einfach mal drauf, ob das Währungspaar sich hier an diesen Fahrplan hält. Letztlich schade aus dem M5, dass hier einerseits zu früh verkauft wurde, aber hier ging es, oder es schien zumindest so, als würde das Paar hier in der Asia Range noch seitwärts oszillieren. Der zweite Ausstopper jetzt hier auf Break-Even, halb so schlimm letztlich, das kommt vor, aber im Sinne dessen, dass wir hier nicht direkt weiter nach unten durchrutschen, auch wenn die Fuzzy-Logik das Ganze begünstigt, war mir hier wichtig, das Risiko aus dem Trade zu nehmen und hier die doppelte Position abzubauen. Mal abwarten, was noch passiert, wenn wir uns hier noch ein Stück weit seitwärts bewegen und dann hier nochmal ein, ja, Entry-Signal kommen sollte aus dem M5, dann wäre durchaus der Wiedereinstieg gegeben, aber das gilt es jetzt aktuell erstmal abzuwarten, was das Währungspaar noch so macht. Im Prinzip soll es das auch schon gewesen sein. Wie gesagt, Euro-Australdollar ganz interessant.
Wichtig für Sie und für uns alle ist natürlich, dass das reine Informationen sind und keine Handelsempfehlungen. Sie selbst sind verantwortlich für Ihr Kapital, für Ihr Vermögen, für Ihre Trades. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man da auch Eigenverantwortung nimmt, übernimmt. Das soll im Prinzip heute einfach nur mal auch der Beschau dienen, um hier aufzuzeigen, wie man denn die Märkte covern und analysieren kann. In diesem Zusammenhang warten wir ab, was aus den USA noch für Daten kommen. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Einschalten, wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Handelstag und am Nachmittag hören wir uns sicherlich nochmal zu einer weiteren JFD Live Trading TV Sendung. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kemmer.